36 Ja stimmt, 32 Nein, keine Enthaltung. Damit wäre das so stattgegeben. Und ich rufe 14 auf. Hier liegen mir zwei Anträge vor. Gehen wir mit dem Weitergehen aus. Ein Ersetzungsantrag von Herrn Schulte-Wissermann und ein Änderungsantrag von Herrn Aschenbach. Und diese Reihenfolge könnte es eingebracht werden. Herr Schulte-Wissermann, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen im Stream. Mehr oder weniger 19 Jahre lang zahlen wir jetzt die Umzugshilfe. Mehr oder weniger 19 Jahre lang ist das ein Willkommen von der Stadt Dresden an die Studenten. 19 Jahre lang ist es eine Hilfe für Studenten, die in einer kniffligen Situation sind. Sie sind gerade hier hingezogen und so weiter. 19 Jahre lang ist es eine sehr nette Geste und 19 Jahre lang ist wie durch Magie immer das Geld im Haushalt drin gewesen, ohne jegliche Diskussion, in guten und in schlechten Zeiten, eingeführt sogar, als es Dresden ziemlich schlecht ging, also es war immer Geld da. Jetzt quasi ohne eine Diskussion, ohne eine öffentliche Diskussion, ohne dass man überhaupt was mitbekommen hat, werden keine Anträge mehr angenommen, wird nichts mehr bearbeitet und quasi das Geld verwaltungsseitig ist schon längst aus dem Haushalt raus. Das kann nicht richtig sein. Es ist vielleicht so, dass die Umzugshilfe ihre Berechtigung verloren hat, weil es gibt jetzt die Zweitwohnungssteuer und so weiter und so fort. Die gibt es aber schon seit 15 Jahren. Was aber nicht seine Berechtigung verloren hat, ist, dass Dresden ein aktives Bekenntnis dazu macht, dass es was für die Studenten, für die Studierenden schafft, tut und dass es gerne Studenten in Dresden hat. Die Studienzahlen gehen runter und es ist mir auch nicht bekannt, dass plötzlich alle Studenten irgendwie in Geld schwimmen. Es gibt aber sehr viele studentische Initiativen und die haben sich jetzt in den letzten Wochen geregt. Sie haben 1200 Anträge zusammengetragen. Und das sind alles reale Anträge von Menschen, die hier in Dresden wohnen, hier gemeldet sind und die jetzt auf ihre Umzugshilfe warten. Und diese Anträge, das war eine sehr schöne Demonstration letzte Woche, ich war dabei, ist in einem Rutsch abgegeben worden. Also sozusagen der Briefkasten quasi ist übergequollen und die Poststelle ist gekommen mit so großen Kisten. Gibt Videos im Netz, kann man sich angucken, ist ziemlich lustig. Die Studenten oder die Studierendenschaft hat sich aber noch was gemacht. Sie hat sich einen Kopf gemacht, was man denn alles so braucht. Und sie sind drauf gekommen, dass es kulturelle Verbesserungen in Dresden für Studenten geben könnte. Es gäbe verkehrliche, also Fahrradverleihsystem zum Beispiel oder Verbesserungen des Semestertickets. Oder aber man könnte einfach die selbstorganisierte Arbeit, das selbstorganisierte Tun der Studenten unterstützen, indem man vielleicht einen Fonds aufsetzt und dann können die Studierenden dann per Antrag, vielleicht gibt es ein Komitee, was dann halt irgendwie erklärt, wer kriegt wie viel. Auf jeden Fall, es sind sehr viele Ideen im Raum und vor allen Dingen, die Studenten erwarten, dass wir hier was machen. Und sie erwarten nicht, dass sie so teilnahmslos hier meiner Rede nicht zuhören, sie erwarten, dass sie sozusagen ernst genommen werden. Deswegen habe ich einen Antrag geschrieben, der Antrag klipp und klar, alle Anträge müssen jetzt sofort bearbeitet werden, das Geld muss jetzt sofort ausgezahlt werden und das so lange, bis es eine Novelle gibt, eine Novelle für die Weiterführung der studentischen Beihilfe. Des Weiteren, für diese Novelle soll nicht die Stadtverwaltung sich allein was ausdenken, nein, die Stadtverwaltung soll zusammen mit den Studenten, ja, also die, die sozusagen davon profitieren, die müssen auch Autoren von dieser Novelle sein. Die müssen gefragt werden, die müssen sozusagen damit arbeiten und wenn die Novelle da ist, ja, dann kommt der dritte Punkt auch ins Spiel, den wir am besten heute auch beschließen. Die Verwaltung soll so wie in all den letzten 19 Jahren das Geld für diese studentische Hilfe jetzt von sich aus in den Stadtrat reinschreiben. Wir hatten es noch nie in den letzten 19 Jahren, dass irgendwann im Herbst innerhalb der Haushaltsverhandlungen verhandelt wurde, machen wir jetzt irgendwie das Geld für die Studenten rein oder nicht. Es war immer da und genauso muss es dieses Jahr auch sein. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte einige, die, das ist so toll, man müsste wirklich mal eine Kamera von hier mitnehmen. Also
Unfassbar. Naja, egal. Also, der Antrag ist vorgestellt. Ich habe noch 35 Sekunden. Die schenke ich Ihnen jetzt alle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Einbringung. Es gibt einen weiteren Antrag von Herrn Aschenbach, den er jetzt bitte vorstellt. Ja, das ist auch wieder schnell gemacht. Mein Änderungsantrag beinhaltet, die Umzugsbeihilfe nicht aufzuheben, sondern sie zu verdoppeln. Begründung: Ich habe Nutznießer, also ehemalige und zukünftige Studenten dieser Beihilfe, gefragt und sie alle wünschen, dass auch kommende Generationen davon profitieren. Steigende Bier- und Mietpreise machen die Erhöhung erforderlich, in Klammern Inflationsausgleich. Die Finanzierung erfolgt aus Steuermehreinnahmen. Wie das Finanzierungsmodell funktioniert, erläutert die AfD. Vielen Dank. Wir treten damit in die Fraktionsrunde ein. Es beginnen hier die Freien Wähler. Herr Hanig. Sehr geehrter erste Beigeordnete, werte Damen und Herren, Sie sehen daran, dass ich keinen Zettel mit habe. Ich bin nicht auf Krawall gebürstet. Die Freien Wähler werden diesem Antrag zustimmen und ich möchte erklären, warum wir das tun, weil ich glaube, dass das tatsächlich was ist, was die Bürger und Bürgerinnen, wenn sie Studenten sind, interessiert. Und zwar sind es eigentlich rechtliche und sachliche Erwägungen, die uns dazu bewegen. Das Thema selber ist emotional und wir finden es auch nicht gut, Studenten irgendwas wegzunehmen. Wir würden es auch besser finden, es gäbe ein alternatives Konzept und wir sind ganz bei den Studierenden, die Ideen entwickelt haben und gesagt haben, wir würden gerne weiter gefördert werden und wir würden dazu gerne Ideen einbringen. Also das ist die Botschaft unserer Fraktion an die Studierenden in Dresden, sprecht auch uns an, durchaus selbstverständlich, wir sind offen, wir haben offene Ohren für solche Ideen und Konzepte. Warum stimmen wir hier trotzdem anders ab? Das hängt damit zusammen, dass wir in den Ausschüssen eine rechtliche Bewertung der Situation gehört haben von Herrn Dr. Lames, die sehr sachlich war und die mich auch in einer gewissen Weise beeindruckt hat. Ich glaube, ein Kollege der CDU hatte auch was Ähnliches auch gesagt. Es gehört Mut dazu, sich als erster Beigeordneter hinzustellen und zu sagen, wir als Verwaltung haben einen Fehler gemacht. Wir haben nämlich in den letzten Jahren nicht erkannt, dass die Rechtslage sich geändert hat und dass diese Umzugsbeihilfe nunmehr rechtswidrig ist. Aber jetzt haben wir es gemerkt. Wir haben gemerkt, dass sie unter anderem gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Die Gesetze haben sich nämlich geändert und deswegen geht das nicht mehr. Wir haben also eine Situation, die rechtswidrig wäre und wir können eine solche Situation als Landeshauptstadt einfach nicht mitgehen. Und wir als Stadtrat sind, und das bitte ich zu respektieren und sich vielleicht auch daran zu erinnern gelegentlich, wir sind eben nicht die Legislative, auch wenn wir manchmal so auftreten und uns so anschreien und auch so politisch sind, wir sind kein Gesetzgebungsorgan, denn die Gesetzgebung obliegt bei uns, dem Bund und den Ländern. Wir sind Teil der Exekutive, wir sind Teil der ausführenden Verwaltung und deswegen an Recht und Gesetz gebunden. Und wenn uns das noch so sehr stört und wenn wir noch so gerne eine Lösung finden würden für Studenten und Umzugsbeihilfen, dann können wir das nicht. Wir können hier nur im Rahmen von Satzungen arbeiten, im Rahmen von Rechtsverordnungen, also von untergeordneten Regelungen. Wir müssen uns an die geltenden Gesetze halten. Und wenn die Verwaltung zu Recht einschätzt, dass diese Umzugsbeihilfe nicht mehr ausgezahlt werden kann, und vielleicht möchte Herr Dr. Lames dazu selber Stellung nehmen. Das ging so weit, dass die Verwaltung, dass die Landeshauptstadt gesagt hat, wenn ihr es im Stadtrat anders beschließen würdet, müssten wir sogar uns dagegen wehren. Wir müssten Rechtsmittel dagegen einlegen. Wir könnten das nicht machen. Wir können nicht auszahlen. Dann meine ich, haben wir die Verantwortung, als vernünftige Stadträte zu sagen, wir mögen diese Entscheidung nicht. Wir als Freie Wähler sagen es ganz klar, wir mögen diese Entscheidung nicht. Sie ist aber trotzdem erforderlich und notwendig, weil wir nicht rechtswidrig handeln dürfen, so leid es uns tut. Ich glaube, das ist nachdenkenswert und in dem Zusammenhang denke ich, muss dem Antrag zugestimmt werden. Und dann, liebe Studierenden, wendet euch an alle Fraktionen, an jede Einzelne in dem Stadtrat, bringt eure Ideen und das, was gut ist, wird Unterstützung finden. Von unserer Seite über Fraktionsgrenzen hinweg, wir reden mit allen. Danke. Nächste Fraktion, Bündnis 90, die Grünen, Herr Schlick. Ja. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als ich vor einigen Jahren nach Dresden gezogen bin, um mein Studium hier zu beginnen, durfte auch ich von der Umzugsbeihilfe profitieren.
Ich kam damals direkt aus meinem freiwilligen sozialen Jahr, wo man nicht so viel Geld auf dem Konto hat, und ich dachte mir so, oh wow, hier in Dresden wäre ich ja richtig willkommen geheißen. Klar, die Beihilfe spielt bei der Wahl des Studienortes eher eine untergeordnete Rolle. Dennoch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass sich viele der Studierenden, die dieses Semester einen Antrag gestellt haben, auf die Auszahlung der Beihilfe verlassen. 150 Euro sind vor allem für Studienanfänger eine Menge Geld. Zu Beginn des Studiums und gerade zu Beginn des Studiums fallen sehr viele Kosten an. Umzugskosten, neue Möbel, Kaution für die Wohnung. Und deshalb bedauern wir sehr, dass diese Umzugsbeihilfe abgeschafft werden soll. Auch im Hinblick auf die Immatrikulationszahlen, die übrigens an der TU Dresden seit 2012 um 20% abgenommen haben. Und deshalb appelliere ich jetzt hier auch an die Verwaltung, diese Order an das Studentenwerk zurückzuziehen und die Anträge, die bereits eingegangen sind, auch zu bearbeiten und das Geld auszuzahlen an die Studierenden, die das beantragt haben. Es kann doch nicht sein, dass sich ein Beschluss einfach rückwirkend auswirkt, und dann verstehen wir auch nicht, warum denn dieser Antrag so kurzfristig kam. Wenn er schon letztes Jahr, ich habe gehört, er war schon im Mai in der Pipeline, warum kommt er erst jetzt, wenn es eigentlich schon vorbei ist? Und wäre er rechtzeitig gekommen, hätte man auch schon genügend drüber diskutieren können. Wie meine Vorredner auch, zumindest wie auch Herr Schulte-Wissermann schon betont hat, bin ich mir sicher, dass wir viele Möglichkeiten finden können, wie wir die Studierendenschaft in Dresden auch weiterhin finanziell unterstützen können. Auch ich habe mich in den letzten Wochen mit Vertreterinnen und Vertretern des Studierendenrats und mit den studentischen Senatorinnen und Senatoren unterhalten, und wir haben über viele Möglichkeiten einer Umwidmung des Geldes diskutiert. Der Studierendenrat hat dann auch eine Liste von guten Vorschlägen vorgelegt, die sich auch im Änderungsantrag von Martin Schulte-Wissermann wiederfinden. Wir als Fraktion Bündnis 90 Die Grüne wollen uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die Dresdner Studierendenschaft auch von städtischer Seite finanziell gefördert wird. Dabei wollen wir die Studentinnen und Studenten auch aktiv mit einbeziehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dann auch im kommenden Doppelhaushalt finanzielle Unterstützung für Studierende unterkriegen werden. Und auf dieser Basis wollen wir dann Konzepte erarbeiten, wie wir die Studierendenschaft unterstützen können. Sei es mit einem Sport- und Kulturticket oder einem attraktiveren Fahrradverleihsystem oder einer Idee, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. In Dresden leben rund 45.000 Studierende. Lassen Sie uns darüber im Gespräch bleiben, wie wir diesen wichtigen Teil der Stadtgesellschaft weiterhin von städtischer Seite unterstützen können. Wir erkennen allerdings die rechtlichen Bedenken der Stadtverwaltung an und halten deswegen die Beschlussempfehlung aus dem Finanzausschuss für einen guten Kompromiss und werden diesem zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank. CDU-Fraktion verzichtet. AfD-Fraktion. Fraktion Die Linke, Frau Lenz. Ja, werter Bürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Kolleginnen aller demokratischen Fraktionen und liebe Gäste hier und zu Hause am Livestream. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, dass ich ein bisschen verwundert bin, nicht unbedingt über die Vorlage, sondern über das, was vor diesem Beschluss hier passiert ist. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, worüber wir hier eigentlich reden, wenn das, was da im Antrag steht, schon längst ohne gültigen Stadtratsbeschluss umgesetzt wurde. Denn aktuell nimmt die Stadtverwaltung ja gar keine Anträge auf Umzugsbeihilfe mehr an und bearbeitet diese auch nicht, obwohl wir hier dazu noch gar nichts beschlossen haben. Als sich bei uns in der Fraktion Studierende gemeldet haben und gesagt haben, dass sie diese Anträge nicht mehr abgeben können, waren wir ein bisschen verdutzt und haben recherchiert und sind darauf gestoßen, dass das Studierendenwerk tatsächlich keine Anträge mehr annimmt, und das nicht mal ganz heimlich, sondern da stand in einem dicken roten Kasten auf der Website, dass die Anträge nicht mehr angenommen werden, weil ein Beschluss mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen wird. Ich muss ja sagen, ich habe zwar Politikwissenschaft studiert, aber irgendwie fehlt mir da doch ein richtiger Ausdruck für dieses Vorgehen, denn politisches und demokratisches Vorgehen ist kein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. Natürlich kann man darüber spekulieren, wo bestimmte Mehrheiten liegen, aber doch nicht auf Wahrscheinlichkeiten Taten folgen lassen, die keine Legitimation haben.
Was an der Stelle aber noch viel wichtiger ist, ist die Sicht der Studierenden, die an dieser Stelle meiner Meinung nach zu Recht sich vor den Kopf gestoßen fühlen, denn überall wird seit Beginn des Semesters und auch davor mit der Umzugsbeihilfe geworben, nicht nur in diversen Einführungsveranstaltungen, sondern auch schon im Vorfeld des Studiums, um dann auch die Studierenden quasi hier nach Dresden zu holen. Und als Studierende sind 150 Euro doch eine Menge Geld, und ich weiß das, weil auch ich, wie Herr Schlick, diese Umzugsbeihilfe damals beantragt habe, als ich hier nach Dresden gezogen bin. Wir werden dem federführenden Ausschussbericht zustimmen und beantragen aber auch gleichzeitig den Antrag von Herrn Wissemann als Ergänzungsantrag abstimmen zu lassen, denn die ursprüngliche Vorlage lässt außer Acht, dass diese Unterstützung für Studierende auch weiterhin notwendig ist und das Geld irgendwie anders den Studierenden zur Verfügung gestellt werden muss. Sollte, auch wenn dieser Antrag von Herrn Wissemann nicht angenommen wird, ist es müssen bis dahin mindestens alle Anträge auf Umzugsbeihilfe, die jetzt fristgerecht eingereicht wurden, dank des Sturas der TU Dresden, müssen die bis dahin noch bearbeitet werden. Da muss jetzt auch gar nicht mehr groß nachgefragt werden. Die haben Sie, wie gesagt, schon alle bekommen. Da können Sie direkt loslegen und anfangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Frau Dr. Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie um Zustimmung zur Ausgangsvorlage in der Gestalt, die die Vorlage durch die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 24. Februar 2020 gefunden hat. Tenor dieses Beschlusses ist der Aufhebung der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Gewährung einer Studentenumzugsbeihilfe nicht mit sofortiger Wirkung wie in der Ausgangsvorlage, sondern mit Wirkung zum 01.01.2021 diese Richtlinie erst aufzuheben. Warum Aufhebung? Sie haben es sicher gelesen, die Stadt Dresden gewährt seit 2001 Studierenden, die ihren Hauptwohnsitz in Dresden melden, eine einmalige Zuwendung in Höhe von 150 Euro. Die Zuwendung ist eine freiwillige Leistung der Stadt. Einen Rechtsanspruch hierauf gibt es nicht, den gab es auch noch nie. Sinn und Zweck der Richtlinie waren zum einen die erhoffte Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Freistaat, zum anderen der Wunsch, die Attraktivität des Studienstandortes Dresden zu steigern. Dieser Wunsch ist auch aktuell legitim, das haben viele der Vorredner gesagt, und ich schließe mich dem gerne an. Auch 20 Jahre später wünschen wir uns als Stadt, dass Studierende gern nach Dresden ziehen und hier willkommen sind. Eine Einmalzahlung von 150 Euro ist aber wohl weder kostendeckend noch mit Blick auf andere Bevölkerungsgruppen zu rechtfertigen. Denn die Bürgerinnen und Bürger bekommen ja auch nicht 150 Euro dafür, dass sie sich rechtskonform verhalten, also etwa Steuern zahlen oder nur bei Grün über die Straße gehen. Azubis müssen teilweise sogar für ihre Ausbildung zahlen, geschweige denn, dass sie eine Umzugsbeihilfe bekommen. Studierende bekommen derzeit Geld dafür, dass sie sich rechtskonform verhalten, nämlich ihren Hauptwohnsitz in Dresden melden. Aber nicht einmal alle Studierenden erhalten die Beihilfe. Die privaten Hochschulen und die überwiegende Zahl der an der Berufsakademie Studierenden erhalten sie nicht. Das ist der Verstoß, schon erwähnt, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Und das kann nicht sein. Gleichwohl wurde den jetzt in diesem Jahr hierher gezogenen Studierenden natürlich versprochen, dass sie diese Beihilfe erhalten werden. Der Stura, die Studierendenvertretung, weist daher zu Recht darauf hin, dass dieses Versprechen der Stadt Dresden gehalten werden sollte. Deshalb der Vorschlag, die Richtlinie zum 1. Januar 2021 zu verlängern, auch wenn wir wissen, dass sie im Grunde rechtswidrig ist. Darüber hinaus zeigt die jetzige Debatte, dass es auch nach Abschaffung der Richtlinie weiterhin notwendig ist, aktiv etwas zu tun, damit Studierende sich auch in Zukunft gern und in großer Zahl für den Studienstandort Dresden entscheiden. Deshalb setzen wir uns als SPD-Fraktion in Zukunft dafür ein, unter Einbeziehung der Interessen des Stura, der Beteiligten, für einen Teil der bisher für die Umzugsbeihilfe vorgesehenen Mittel, Martin Schulte-Wissermann hat es schon gesagt, studentische Initiativen zu fördern. Das kann vom Ausbau von Fahrradverleihsystemen bis zu Vergünstigungen im Kultur- und Sportbereich gehen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die FDP-Fraktion. Herr Blüttner. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen uns als FDP für die Aufhebung der Umzugsbeihilfe aus. Sie wurde damals eingeführt, um mehr Hauptwohnsitze nach Dresden zu bekommen, von denen die Stadt finanziell profitiert. Durch Änderungen im Meldegesetz ist das nicht mehr notwendig. Wir hätten auch schon den früheren Termin ab diesem Jahr mitgetragen, aber da liegt ein deutliches Versäumnis der Verwaltung im Geschäftsbereich von Herrn Lames vor. Dort war schon im März letzten Jahres klar, dass es gestrichen werden soll. Dann erst so spät die Vorlage vorzulegen, dass absehbar ist, dass es nicht mehr vor Jahresbeginn verabschiedet werden kann, ist dann schon fahrlässig. Da sollte man mal die Arbeitsprozesse ein Stück weit überdenken. Zu den Änderungsanträgen kamen ja dann jetzt einige zusätzliche Ideen, das Geld direkt wieder anderweitig zu binden. Das lehnen wir ab. Die Haushaltsdebatte liegt vor uns. Unsere Aufgabe ist es, im Stadtrat im Gesamtkontext überall ein sinnvolles Maß zu finden. Viele Vorschläge stehen sowieso auf der Agenda. Ich bin da auch immer durchaus schockiert, mit welcher Leichtfertigkeit dann jeder Betrag immer sofort wieder anderweitig ausgegeben werden soll. Einerseits haben wir mögliche gesamtwirtschaftliche Probleme zukünftig, wo Steuereinnahmen sinken. Zum anderen stehen wir teilweise vor fundamentalen Investitionen, Digitalisierung oder Verkehrsverbesserungen. Wenn wir Geld immer sofort für Kleinteiliges wünscht ihr was ausgeben, dann brauchen wir bei so einem Grundverständnis nicht versuchen, hier als Stadtrat zukünftig größere Projekte überhaupt anzugehen, weil wir das Geld dann immer sofort schon vorher ausgegeben haben. Daher in Summe stimmen wir der Ausschussempfehlung des Finanzausschusses zu und lehnen entsprechende Ergänzungen ab. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit abgeschlossen. Ich sehe noch eine Wortmeldung, oder doch nicht? Von Herrn Schmelig. Wollen wir jetzt einen Erfahrungsbericht aus dem kürzlich zurückliegenden Studium hören? Oder? So jung und dynamisch? Tja, erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und liebe Vertreter der Studierenden hier in Dresden. Ich würde ganz gerne mal aus diesen Debatten, die natürlich aus sehr unterschiedlichen Positionen daraus geführt werden, noch mal versuchen, dem Ganzen eine gewisse Struktur zu geben. Vor allen Dingen auch noch einmal die Frage aufzuwerfen, dass wir hier als Stadtrat offensichtlich zumindest ein Teil bereit war, einer Haltung der Verwaltung zuzustimmen, die einfach einmalig ist. Nämlich, dass eine vom Stadtrat beschlossene Förderrichtlinie, die, ohne dass sich in der Zwischenzeit übrigens die Rechtsgrundlagen irgendwie geändert haben, fast 20 Jahre lang angewendet wurde und justament in dem Moment, in dem man den Eindruck gewonnen hat, dass man dieses Mittel gar nicht mehr braucht, weil nämlich für die Schlüsselzuweisungen das Meldegesetz sich verändert hat und diese Notwendigkeit nicht mehr da ist, plötzlich man als Stadtverwaltung die Rechtswidrigkeit aus dem Hut zaubert. Übrigens, ich gestatte mir mal den Hinweis, wir haben eine Rechtsaufsicht. Und meine mehrfachen Nachfragen, auch im Finanzausschuss, wie sich denn die Rechtsaufsicht, also die LADI, dazu verhalten hat, blieb unbeantwortet. Also die Landesdirektion hat hier nicht etwas Rechtswidriges kritisiert oder angemahnt, sondern aus eigener Anschauung heraus ist dies passiert. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, und da knüpfe ich direkt an das an, was Herr Blüttner gesagt hat. Wenn es denn stimmt, und auch darauf hat der Finanzbürgermeister im Ausschuss hingewiesen, dass man diese Erkenntnis bereits im Frühjahr letzten Jahres hatte, warum hat man sich dann Zeit gelassen, nicht nur für diese Vorlage, sondern auch diese Ansicht zu kommunizieren? Man hat die Studierenden, auch das Studentenwerk, auflaufen lassen. Noch im Sommer letzten Jahres wurde damit geworben, dass es diese Umzugsbeihilfe gibt. Und wir haben im Ausschuss nachgefragt. Die Studierendenvertreter haben im November 2019 aus der DNN von dieser Auffassung der Verwaltung erfahren. Das ist ein Unding und das ist für mich Verwaltung nach Gutsherrenart. Und alleine deshalb müssen wir uns als Stadtrat, als Souverän, der diese Richtlinie beschlossen hat, auch dagegen wehren. Und da sage ich ganz offen,
Wenn die Verwaltung tatsächlich der Auffassung ist, und der Dr. Lamers hat im Ausschuss gesagt, Sie können beschließen, was Sie wollen, ich zahle sowieso nicht aus, das fand ich eine schwerwiegende Aussage, dann soll der Oberbürgermeister gegen eine solche Entscheidung hier im Stadtrat gerne Widerspruch einlegen. Dann klären wir das, aber nicht auf diese Art und Weise. Und deshalb sage ich in aller Klarheit, wir sollten hier heute zwei Dinge nicht tun. Wir sollten keinen Haushaltsvorgriff vornehmen, das haben wir übrigens immer abgelehnt, also die Verwendung dieser frei werdenden Mittel in der Zukunft irgendwie anders widmen. Dazu sind Haushaltsberatungen da. Deshalb plädiere ich sehr dafür, dass beide Änderungsanträge abgelehnt wird. Wir sollten aber auch, und das ist auch ein Teil öffentlichen Handelns, nämlich Vertrauensschutz. Wir haben hier, wir müssen meines Erachtens den Vertrauensschutz, den diejenigen genießen, die bis davon ausgehen mussten, bis November und bis zum November umgezogen sind, die mussten davon ausgehen, dass sie diesen Zuschuss erhalten. Und ich finde, dass wir müssen aus dem Grunde als Stadtrat deutlich machen, dass wir es mit diesem Vertrauensschutz ernst nehmen. Und aus dem Grunde sagen wir ganz klar, jawohl, vielleicht ist diese Umzugsbeihilfe gut, aber vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Sie ist auch nicht ganz billig, auch das ist richtig. Und da uns die Studierendenvertreter im Ausschuss auch durchaus versichert haben, dass sie grundsätzlich perspektivisch mit einer Abschaffung dieser Umzugsbeihilfe jetzt jedenfalls keinen ganz großen Widerstand sehen würden und eher dafür plädieren, vielleicht kompensatorisch andere Dinge zu tun, sollten wir uns hier auch heute durchringen, zu sagen, jawohl, aus den genannten Gründen schaffen wir diese Umzugsbeihilfe zum 31.12. dieses Jahres ab. Okay, aber das heißt auch, dass alle Anträge, die jetzt fristgemäß eingereicht wurden, auch noch bearbeitet werden. Darauf würden wir Wert legen und ich bitte deshalb ganz herzlich darum, alle Änderungsanträge abzulehnen und die Ausschussempfehlung des Finanzausschusses die Zustimmung zu geben. Bitte schön. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, die Kollegin Lenz hatte gerade eben beantragt, die Punkte aus dem Ersetzungsantrag des Stadtrates Schulte-Wissermann als Ergänzungen zum Ausschussvotum abzustimmen. Zu diesem Punkt möchte ich punktweise Abstimmung beantragen, also punktweise Abstimmung über die Ergänzung des Ausschussvotums. Wenn wir in den Ersetzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann schauen, der hat drei Ziffern und in der Ziffer 2 drei Buchstaben. Sie würden die drei Ziffern einzeln abstimmen. Dann eine Wortmeldung von Herrn Lommel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich hätte eine Frage an den Herrn Finanzbürgermeister, wie er die rechtliche Situation zu diesen Anträgen sieht. Ich habe keine Lust, rechtswidrige Sachen zu beschließen. Wenn man in der Vergangenheit etwas Rechtswidriges getan hat, aus Unwissenheit, dann ist das so, aber wenn ich sehendes Augen machen muss, dann mache ich es nicht gerne. Und da hätte ich gerne, soweit es möglich ist, eine Auskunft, die für mich doch von Bedeutung ist. Danke. Vielen Dank. Das war die letzte Wortmeldung. Insofern konnte Dr. Lamers als Schlusswort der Verwaltung die gestellten Fragen beantworten. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Ich stelle ja zunächst einmal den erfreulichen Konsens fest, dass, wenn es auch sicherlich keinem leicht fällt, wir doch eine breite Zustimmung für den Vorschlag bekommen, diese Richtlinie aufzuheben. Und dann muss man halt sehen, ob man andere Wege findet oder beschreitet. Das ist dann Frage späterer Entscheidung gegebenenfalls. Also erstmal vielen Dank für diese Unterstützung. Und das ist natürlich kein angenehmer Moment, weil man natürlich den Studierenden, die umziehen bzw. sich dann in dem Zuge auch melden, diese Hilfe und die Zahlung natürlich auch gönnt. Die sachlichen und rechtlichen Bedenken haben wir Ihnen dargelegt und die Situation, was die Bescheidung der jetzigen Anträge angeht, die ist
nun mal etwas knifflig. Damit werden wir uns dann auseinanderzusetzen haben. Der Sache nach geht es hier um eine Ermessensbindung der Verwaltung, die wir durch die langjährige Praxis und die Geltung der Richtlinie haben. Das ist kein souveräner Akt oder kein Akt, der einer Gesetzgebung gleichsteht, sondern das ist eine schlichte Ermessensbindung. Das heißt, sie muss auch in ihrer Ausübung, und die erfolgt in letzter Konsequenz durch die Stadtverwaltung, denn es sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann am Ende den Kontovorgang auslösen, also tatsächlich auszahlen. Sie muss auch von uns verantwortet werden. Und davon kann, auch wenn das teilweise in der Diskussion anders suggeriert wird, uns kein Stadtrat entbinden von dieser Verantwortung. Die werden wir annehmen. Wir werden uns natürlich, wenn Sie so beschließen, wie es sich jetzt abzeichnet, uns mit den vorliegenden und fristgerecht eingehenden Anträgen beschäftigen und werden uns anschauen müssen, ob, und das kommt in der Tat in Betracht, die aus meiner Sicht verfassungswidrige Gleichheitswidrigkeit der Regelung, die wir zurzeit haben, uns veranlasst, hier eine Auszahlung entgegenzutreten. Das wird im Folgenden zu prüfen sein, so habe ich es auch im Finanzausschuss ausgeführt. Ein Anspruch auf Auszahlung an die Studierenden, der kann eigentlich nur auf dem Aspekt des Vertrauensschutzes begründet werden. Wenn wir also das Vertrauen erzeugt haben, dass es auch für Umzüge im Laufe des Jahres 2019 entsprechend weitergeht mit der Zahlung, und das ist schon eine sehr zweifelhafte Frage, ob hier ein rechtlich schutzwürdiges Vertrauen eingetreten ist, aber auch das werden wir prüfen. Gut, vielen Dank. Wir kommen dann zum Abstimmungsverfahren. Wir haben zunächst den Änderungsantrag von Herrn Aschenbach, der insofern weitergehend ist, weil er ja eine Erhöhung vorsieht, also in die andere Richtung marschiert. Den Antrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann, Frau Frohe-Wissermann, mit dem Antrag auf punktweise Abstimmung verstehe ich dann so, dass er zwar Ersetzungsantrag genannt ist, aber insofern, wenn einzelne Punkte hiervon bestätigt würden, Sie den federführenden Ausschussbericht ergänzen. Als Ergänzung, genau, zum federführenden Ausschussbericht. Also würden wir zunächst den Antrag von Herrn Aschenbach abstimmen, dann die drei einzelnen Punkte von Herrn Dr. Schulte-Wissermann und dann den abschließend gegebenenfalls so ergänzenden Bericht des federführenden Finanzausschusses. So machen wir es dann. Herr Dr. Schulte-Wissermann zum Abstimmungsverfahren. Ja. Ja, also ich hatte es so verstanden, dass wir zuerst meinen Antrag als Ersetzung abstimmen. Da brauchen wir auch keinen punktweise. Und dass wir dann, das wurde beantragt von der Linken, dass wir dann quasi den gleichen Antrag dann punktweise als Ergänzung. Richtig? Naja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn der Antrag einmal abgestimmt ist, dann ist er weg. Wenn er abgelehnt ist, Herr Scheubach. Der Antrag ist wie folgt auszulegen. Wir würden den Antrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann in seinem Text übernehmen, aber ein Wort anders formulieren, nämlich das Wort ersetzt würden wir ersetzen durch ergänzt. Und dann käme die punktweise Abstimmung, wie sie von Frau Frohwieser beantragt wurde, zum Zuge. Es ist also insoweit ein zusätzlicher Änderungsantrag, der ja nur das übernimmt. Ja. Also, dass wir zwei schriftlich vorliegende Anträge haben, einen mündlich jetzt eingetragenen, ja, Antrag, der so wie geschildert den Text des Schulte-Wissermann-Textes hier nimmt, die drei Punkte dann als ergänzend jeweils nimmt. Also würden, ja, wir da zweimal drüber abstimmen. Gut. Dann würden wir dabei bleiben, zunächst den Antrag von Herrn Aschenbach, den ich hiermit zur Abstimmung rufe und bitte um Abstimmung.
Dieser ist bei 4 Ja-Stimmen, 63 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Wir kommen dann zum Originalersetzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann und ich bitte auch hier um Abstimmung. Dieser ist bei 2 Ja-Stimmen und 66 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Nun kommen wir punktweise zu Ergänzungsanträgen. Zunächst den Punkt 1 aus dem Antrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann. Bitte um Abstimmung. Dieser ist bei 13 Ja-Stimmen, 54 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Wir kommen dann zum Ergänzungspunkt Nummer 2 und ich bitte um Abstimmung. Dieser ist bei 19 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Und schließlich zum ergänzenden Punkt 3 und ich bitte um Abstimmung. Dies ist bei 13 Ja-Stimmen, 55 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Und wir kommen damit zum federführenden Bericht des Finanzausschusses und ich bitte um Abstimmung. Dieser wurde bei 51 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen so bestätigt. Vielen Dank. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 14 abgeschlossen. Da wir bereits nach 22 Uhr hatten, ist kein weiterer Punkt mehr aufzurufen. Ich schließe die heutige Stadtratssitzung, bedanke mich für die Beratung und wünsche Ihnen einen guten Heimweg.